Also jetzt haben wir gesagt, wir fangen einfach mal an, weil es war gerade schon so schön. Ich habe gesagt, es ist irgendwie eine Freude. Anja Antropow, ist das richtig ausgesprochen? Antropow. Ja, Dinge mit Liebe tun. Also das lässt mich gleich so in einen entspannten Modus sinken, liebe Anja. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und auch, was denn mit Freude an Business bei dir so deine Haupttätigkeit ist. Ja, also ich bin Business Coach. Meine Kunden sind vor allem Selbstständige. Und ja, also ich helfe ihnen quasi dabei, ihr Business auf stabile Füße zu stellen. Und ich sage jetzt mal, um jetzt mal daran anzuknüpfen, was wir gerade gesagt haben mit der Freude und mit den Dingen mit Liebe tun, das ist einfach so wichtig, weil in der Selbstständigkeit bist du sonst verloren, wenn du nicht quasi eine Freude hast und eine Zentrierung und eine Liebe dabei. Definitiv. Also da bin ich voll bei dir. Weil selber als Selbstständige, wenn ich das nicht gerne machen würde, weil manchmal gibt es schon Tage, die sehr lange sind, die sehr früh anfangen und sehr spät aufhören. Und nachdem man ja keinen Vorgesetzten hat, außer man selbst, der einem dann quasi die Fürsorgepflicht so nach dem Motto, hey, wir haben 10 Stunden, das zählt jetzt schon nicht mehr, ne? Der einem dann Riegel vorschiebt, dann ist es zumindest wichtig, dass die Dinge, die man dann macht, auch wirklich Spaß machen oder Freude bringen und einen ja strahlen lassen auch so ein bisschen, ne? Ja, und vor allem, also was ich immer wieder merke, ist, dass das dir dann letztlich auch den Erfolg bringt. Also wenn du quasi die Dinge mit Liebe tust, wenn du mit Liebe auch quasi da, mit deinen Kunden umgehst, ja, wenn du da eine hohe Wertschätzung reinbringst, wenn du wirklich versuchst, die in eine Transformation zu führen, in denen wirklich zu helfen, Ergebnisse zu bewirken, dann macht dich das einfach gleichzeitig viel glücklicher und viel erfolgreicher. Das kann ich mir gut vorstellen. Also alleine schon der Gedanke, so wertschätzend mit den Kunden umzugehen, da gab es ja mal so diesen leidlich bösen Witz, so nach dem Motto, wie hieß das? Dienstleistungsland, nein. Doch, Dienstleistungsland Deutschland, wo man irgendwie quasi lange warten konnte, bis man irgendwie. Servicewüste. Ja, Servicewüste war es, genau. Ah, Servicewüste Deutschland, wo ich mir dann gedacht habe, ja, genau. Und das ist mit diesem Service und mit diesen Dienstleistungen, das ist was mit Dienst und mit Dienen. Und ich habe das Gefühl, dass das ja immer verpönt ist, wo ich dann aber denke, nee, das ist falsch verstanden. Ne? Weil Dienen heißt ja für mich nicht jetzt, dass ich mich entwerte dadurch, sondern dienen heißt ja, dass ich weiß, was mein Kunde braucht und dass ich ihm das anbieten kann und er kann es sich nehmen, wenn er es haben will. Das ist für mich eine Dienstleistung, ja. Alles andere ist Aufdringen und das ist jetzt so gar nicht mein Ding. Das hat mich übrigens auch sehr viel gekostet, was so Marketing angeht, bis ich raus hatte, was denn so ein liebevolles Marketing ist oder Freude am Marketing. Also das Dienen, es ist wirklich, also das wird oft verwechselt mit es jemandem recht machen. Oh, das ist ein gutes Wort, ja. Ja, Ja. und wenn wir es unseren Kunden recht machen, dann dienen wir ihnen oft nicht. Nein. Weil wenn wir das machen, was unser Kunde will, wir sind ja die Experten. Und das ist total wichtig, finde ich, das zu unterscheiden. Es geht nicht darum, es irgendjemandem recht zu machen, sondern es geht wirklich darum, zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun, damit der sein Ergebnis kriegt? Und ehrlich gesagt, ich als Kunde bin froh, wenn der Dienstleister oder der Berater oder der Coach zu mir sagt, das willst du zwar, aber das bringt dir eigentlich nichts. Pass auf. Um dein Ergebnis zu kriegen, machen wir jetzt mal das und das und das und das. Und dann kommst du da wirklich an, weil ich als Laie weiß das ja oft gar nicht. Ich finde das ganz spannend, dieses Thema, weil ich glaube nämlich, also ich bin jetzt kein Dienstleistungscoach in dem Sinne, aber ich versuche Leute in ihren Lieblingsberuf zu bringen. Jetzt kommt gerade mein Mitarbeiter, kann sein, dass der gleich auch mal im Bild sein will. Ja, Mau. Ja, tut mir leid.
Wir haben, ja, er war gerade draußen und muss jetzt erzählen, was draußen alles erlebt wurde. So ist er halt. wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich rausgebracht, Kater. mit genau, Dienstleistung. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, also ich kenne das eben aus der Berufswahl oder aus der Orientierung, aus der beruflichen Orientierung, dass ich sage, ich habe Menschen da, die sind zum Beispiel lange zu Hause gewesen, wegen was auch immer. Ja, arbeitslos, Krankheit, Kurskorrektur im Leben, Schicksalsschlag, es gibt so viele Möglichkeiten und will jetzt wieder zurück in den Beruf, aber vielleicht doch nicht mehr dahin, wo man vorher war, weil man vielleicht nicht ganz glücklich war. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, dann muss man einfach mal gucken, was steckt in dem Menschen denn drin. Und das ist, finde ich, halt als unsere Aufgabe auch, als Business Coach oder als Unterstützer für Selbstständige, dass man eben sagen kann, okay, was ist denn in ihnen drin? Ne? Das heißt, dass ich das rauskitzel in irgendeiner Form. Und wenn du sagst, du hast als Business Coach da einfach Erfahrungen und kannst sagen, ja, wenn sie jetzt da lang gehen, dann passiert das und das. Und wenn sie da lang gehen, dann passiert das und das. Und was wollen sie denn mit ihrem Ziel erreichen? Das finde ich einfach genial, dann einfach zu sagen, okay, und das auch noch mit Liebe zu machen, ist doch toll. Also da, das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich auch, das hat, ist auch für mich, hat es auch was damit zu tun, Liebe ins Business zu bringen. Ja, genau. Weil, also aus diesen Schablonen rauszutreten und, mhm. und nicht zu sagen, ich bin jetzt Fachanwalt für irgendwas oder ich bin jetzt Coach für irgendwas oder ich mache jetzt diese Methode oder ich habe jetzt das gelernt, sondern einfach zu gucken, okay, du als ganzer Mensch, du hast ganz viele Erfahrungen, du hast ganz genau. viele Kursen, die gehen über das hinaus, was du jetzt da gerade gelernt hast und anbietest. Ja. Und viele glauben, sie müssten sich hinter dem, was sie gelernt haben und anbieten, irgendwie so ein bisschen verstecken und müssen jetzt quasi dieser Schablone entsprechen und dann da irgendwie professionell. Und das ist schon wichtig, professionell zu sein, aber es ist so wichtig zu schauen, was habe ich eigentlich alles für Ressourcen, was habe ich für Erfahrungen, was interessiert mich, wofür brenne ich, genau. Was motiviert mich, was finde ich sinnvoll, was sind meine Werte, weil das ist ja viel größer. Das ist viel größer und das ist für mich dann auch Selbstliebe. Einfach ja. schauen, okay, was macht mich eigentlich aus? Ja. Und wenn du das dann wirklich einbringst, dann haben die Leute viel mehr von dir. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein da gibt es noch so eine Holperstelle, weil oft gedacht wird, also mir hat man zumindest gesagt, naja, du musst schon machen, was die Leute haben wollen. Dann habe ich gesagt, ja, Moment, das heißt, ich muss mich jetzt quasi so hinbiegen, dass ich in das Korsett passe, dass die mir rüberreichen. Sage ich, das kann ich nicht. Das will ich auch gar nicht, sondern es soll durchaus so sein, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt dahin gehe zu der, dann kriege ich die so, wie sie ist. Ja, also wenn die zu mir zum Coaching gehen, dann müssen sie auch damit rechnen, dass meine konfrontative Frage dabei ist. Ja. Und das ist auch weil wenn wir nur uns irgendwie in der Bequemzone rumtummeln ja. und immer ja. nur auf der Couch und wir können alles und wir müssen nichts lernen, dann kommen wir nicht vorwärts. Mhm. Ja, und das kann halt durchaus auch mal sein, dass es unter anderem gestützt oder unterstützt ist und dann eben aber auch mal gefordert und mal gefördert. Ne? Also das ist so, was halt alles da gebraucht wird, ist unterschiedlich. Genau. Und das ist eben auch das, was eben mit Liebe und Wertschätzung, wie wir vorhin schon gesprochen haben, dass wir einfach unseren Kunden eben nicht das geben, was er sozusagen haben möchte, so nach dem Motto, oh, du bist ja so ein toller Kunde, sondern dass man eben auch sagt, ja, du bist ein toller Kunde, wir können aber hier und da noch ein bisschen was nachlegen. Mhm. Ja, bitte. okay, also gut. Was hat dein Kater dazu gemeint? Hat er auch irgendeine Meinung dazu? Ja, ich glaube, der hat irgendwie die Meinung, dass wir morgen nochmal zum Tierarzt gehen, weil die Ohren jucken oder so. Okay. Okay, alles klar. Gut. Also genau, also dienen, es hat nichts zu tun mit es recht machen. Das nee. Ist echt wichtig. Ja? Genau. Und um wirklich dienen zu können, musst du nämlich tatsächlich ein Rückgrat haben. Du musst nämlich deinem Kunden sagen, pass mal auf, lieber Kunde, so hast du es dir vorgestellt, aber du willst ja dieses Ergebnis erreichen. Und ganz ehrlich, so wie du dir das vorgestellt hast, erreichst du es nicht. Mhm.
Also ich empfehle dir das. Ja, ja. Und das ist dann tatsächlich, und wenn du das durchziehst, einfach wenn diese Menschen spüren, dass du das nicht machst, weil du ihnen was andrehen willst, ja, weil du irgendwas Teures verkaufen willst oder weil du gerade lustig bist oder weil du gerade keinen anderen Kunden hast und eigentlich einen viel größeren Auftrag brauchst, sondern weil du das machst, weil du wirklich daran interessiert bist, dass der sein Ergebnis erreicht. Und das spüren die. Ja. Und das hat für mich auch, das ist für mich auch Liebe ins Business bringen, wirklich. Wenn du mit dieser klaren Intention, liebe Kunde, ich will dir wirklich helfen, dein Ergebnis zu erreichen. Jetzt hat es bei dir. Jetzt hat er war gerade nicht damit einverstanden, dass ich an sein Ohr gekommen bin. Ja, dein Kater hat eben jetzt schon gemerkt, dass es vielleicht auch ungemütlich ist, wenn er zum Tierarzt muss und seine Ohren anschauen lassen. Ja, ich glaube, da müssen wir morgen mal gucken. So ist es. Ja. Genau. Also das, damit machst du deine ganze Sache irgendwie reicher, und zwar für dich und gleichzeitig für deinen Kunden. Ja. Genau. Also das ist eine Win-Win-Situation. Das ist eine Bereicherung, genau. Ja, und das ist auch der Punkt, genau. Und es ist einfach dadurch entstanden, dass du mit mehr Liebe zu dir selbst und mit mehr Liebe zum Ergebnis dieses Menschen an die Sache rangegangen bist. Genau. Du hast mich vorhin gefragt, warum ich das mit den Interviews mache. Ich habe das Gefühl, das ist nämlich genau so ein Punkt. Mhm. Ne? Ich mache das, weil mir es Spaß macht. Ja, weil es mir Freude macht. Ich habe auch gesagt vorhin, dass das bei manchen ja das erste Mal ist. Und wir haben dann gesagt, ja, wie wollen wir das denn machen? Wie funktioniert das denn? Sag ich, ja, so wie miteinander reden einfach. Mhm. Ja, und das Level, das ist auch genau das Richtige. Einfach zu erklären in einfachen Worten, was man damit meint, wenn man sagt, hallo, Freude am Business ist mein Coaching oberstes Thema. Ja, und das ist tatsächlich was irgendwie berufsfüllend ist, ja, was einen Arbeit gibt. Und genauso diese, also was haben wir hier? Wir haben hier verschiedene Menschen, die sich hier zeigen, und ich bin ganz beeindruckt, wie unterschiedlich die sind, ja, wie viel unterschiedliche Menschen hier sich zeigen und was die alles für Schätze in sich bergen, ja. Und da sind wir nochmal bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast vorhin, mit, dass die Leute sich nicht zeigen, wie die wie soll ich sagen, wie sie sein sollen, sondern wie sie wirklich sind, damit sie das Puzzleteil ergeben, das die Gesellschaft auch braucht, das wir brauchen, dass wir das haben, was wir brauchen, um jetzt wachsen zu können, zum Beispiel. Genau, absolut. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass quasi jeder hat ja wirklich, also jeder Mensch ist wirklich einzigartig, ja? Also du hast eine ganz einzigartige Kombination aus Talenten, Fähigkeiten, Erfahrungen, und das befähigt dich zu einer Mission, die du und nur du erfüllen kannst. Genau. Und das ist so wichtig, und wenn du dich wirklich zeigst und in Erscheinung trittst als der oder die, die du bist, dann finden auch die richtigen Leute zu dir. Weil das ist dann das Gesetz der Resonanz. Die fühlen sich einfach von dir angezogen. Genau. Und du musst nicht mehr so viele, weil du vorhin noch über Marketing gesprochen hast. Ja. Marketing ist total wichtig, und gleichzeitig, man kann sich in Maßnahmen im Business, gerade als Selbstständiger, man kann sich verlieren. Ja. Und es ist, aber letztlich ist nicht das, was zählt, die Summe der Maßnahmen, die du machst, sondern das, was zählt, ist, wer du bist. Das sagt man ja auch oft, dass man gar nicht das Produkt verkauft, sondern sich selbst. Genau. Das ist was ich am Anfang auch noch nicht so ganz verstanden hatte, und was aber durch diese ganze, was einem so gezeigt wird von außen, was du machen sollst, da haben wir wieder das Korsett, und von dem, was du tatsächlich, also was es ist, und es ist für jeden was anderes. Also jeder hat so seinen eigenen, wie soll ich sagen, seine eigene Vorstellung von dem, was heißt, sich um seine Kunden zu kümmern. Ja, und das finde ich wirklich sehr spannend, einfach auch aus dieser, also ich habe mich wirklich schwer getan,
in einem Beruf, wo man sagt, okay, man wird weiterempfohlen und ansonsten kannst du nicht so viel Marketing machen oder so, dann tatsächlich mich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin Supervisorin und ich mache das gerne. Ja, ich gehe gerne in Teams, die sich streiten. Wenn da die Fetzen fliegen, das ist voll in Ordnung für mich. Die dürfen sich anschreien. Was? Und dann sage ich, ja, es hat mich mal jemand angesprochen und gesagt, naja, das letzte Mal, als hier eine Supervisorin war, dann war das eher so betreutes Anschreien. Sage ich, wenn das mal gebraucht wird, dann ist das so. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das finde, wenn ich jetzt so Kunden habe, die sagen, naja, dann ist das betreutes Anschreien. Aber also dass auch mal dass mal der Druck raus darf und dass das mal ein Ventil sein darf, ne, das darf alles mit dabei sein. Und ich glaube, da braucht man halt einfach auch den Coach oder die Supervisorin, die das aushält. Wenn da jetzt ein zartes Pflänzchen kommt, die dann sagt, oh mein Gott, nee, machen Sie mal schön wieder Harmonie, damit das alles hier irgendwie seine Ordnung hat. Naja, das ist die Frage, wie kommt man weiter? Wobei das auch seine Berechtigung hat. Ne? Also. Es kommt halt immer darauf an, wen die jetzt gerade brauchen. Ja? Aber, genau, deswegen sage ich. Also, du musst ja, um auf eine höhere Ordnung zu kommen, musst du immer durch eine Phase von Chaos. So sieht's aus. Das ist eben oft die Phase, wo die Leute dann anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, obwohl sie das gar nicht müssten. Sie müssten eigentlich das Chaos aushalten, aber dafür gibt es ja eben Leute wie dich, die quasi diese Emotionen einfach dann auffangen. Genau. Und in eine neue Harmonie führen. Also letztlich geht ja jede Stufe, wenn es auf eine höhere Stufe geht, geht durch eine Phase von Chaos. Das ist ja das, was du auch machst, dass du sagst, okay, lieber Kunde, wenn du das jetzt da machst in die und der Art und Weise, dann bekommst du als Ergebnis X. Mhm. Und dein Ziel, das du mir erzählt hast, was du haben willst, das ist aber Y. Mhm. Also wir können den Umweg dahin schon gehen, damit du sehen kannst quasi, was dabei rauskommt. Aber wir könnten auch mal ausprobieren, ob wir das und das machen. Das wäre zumindest schon mal ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, dass man da jemand hat. Gerade wenn man selber sagt, okay, ich habe angefangen, ich weiß noch nicht so genau, wie es geht und ich habe da Vorstellungen, ich habe aber keinen Plan. Mhm. Dass man zum Beispiel da sagt, okay, ich lasse mir da einfach mal bei helfen. Also ich stelle mir gerade vor, mein Vater war so Mittelständler, der hat immer so getan, als wüsste er alles. Und wenn ich mir überlege, der hätte so eine Unterstützung gehabt, ich glaube, der hätte es viel einfacher gehabt. Mhm. Ne? Also da gibt es auch, wo ich mir denke, wir haben heute wirklich so viele Möglichkeiten. Ich finde das richtig, richtig klasse. Aber ich finde das toll, was du machst. Echt unterstützen im Business und die Dinge mehr mit Liebe tun. Wir werden natürlich wieder einen Text unten drunter packen, damit die Leute dich auch finden und wissen, was sie bei dir dann alles bekommen können. Wir haben vorhin gesagt, wenn es mal nicht so läuft, dass man das außen im Innen heilen kann. Ich finde das so schön. Ja, und dabei eben braucht man einfach auch Begleitung. Also ich sage jetzt mal genau, also das muss jetzt gar nicht so, also es so ganz einfache Sachen. Also es gibt, zu mir kommen Leute, die sagen, ich habe eigentlich Kunden, die mich gar nicht wertschätzen. Mhm. Und da sind aber nicht die Kunden dran schuld. Sondern es geht darum, dass du dann die falschen Kunden quasi anziehst durch deine Kommunikation. Und dann geht es darum, in innen zu arbeiten, um andere Menschen anzuziehen. Ja. Und das meine ich mit das Außen im Innen heilen, weißt du? Das ist dann quasi, man macht etwas, man wird sich über etwas klar, man fördert etwas zutage, man geht mit einer neuen Klarheit nach draußen, kommuniziert es. Und dann passiert was anderes im Außen, automatisch. Da musst du nicht da kämpfen mit den Leuten und diese überzeugen und was weiß ich was alles. Musst du alles nicht machen. Nee. Es geht viel leichter. Das ist wohl wahr. Das ist so richtig schön, dass du das jetzt sagst, weil das nämlich auch viele, glaube ich, von unseren Zuschauern entspannt. In dem Sinne, so nach dem Motto, ich muss ja jetzt nicht noch mehr tun. So nach dem Motto, ja, muss ich jetzt auch noch mit Liebe an meinem Business arbeiten. Ne? Nein, du musst weniger tun. Genau, das ist es nämlich. Du musst weniger machen. Du musst es den anderen nicht mehr ganz so recht machen, sondern eher dir selbst. Und das musst du dann mit Liebe machen. Dann ist man schon tatsächlich ein ganz schönes Stückchen weiter. Also ich bin begeistert. Liebe Anja, hast du denn noch für uns so einen Tipp, wo du sagst, also für den Alltagsselbstständigen einfach mal so, schau doch mal hierhin oder dahin und damit ist es dann auch schon mal ein bisschen leichter? Ich empfehle dir, frag doch mal deine Lieblingskunden, warum sie bei dir sind. Mhm. Frag sie doch mal, was sie an dir so schätzen. Okay.
Das ist eine super Übung. Da kommen Sachen raus, die Leute, die kommen mit strahlenden Augen hinterher, sagen, Mensch, das wusste ich ja gar nicht, dass der sowas sagt über mich und dass die das so wertschätzen. Und es kommen garantiert andere Dinge zum Vorschein, als die, die du ursprünglich vorgestellt hast. Ich muss mal sagen, das juckt mich schon in den Fingern für den nächsten Facebook-Post. Das ist so wichtig, einfach auch mal zu fragen. Ja. Und weil das Besondere an uns ist meistens das, was wir für vollkommen selbstverständlich halten. Und überhaupt nicht der Rede wert. Und wir registrieren das nicht mehr, ne? Ja. Richtig. Und in unserer Gesellschaft wird Anstrengung honoriert. Was nicht anstrengend ist, ist ja nichts wert. Genau. Ja, und einfach mal deine Kunden fragen, was schätzt du, und zwar deine Lieblingskunden, von denen du weißt, dass du ihr irgendwie gut zusammenpasst und gut schwingt. Mhm. Warum bist du eigentlich bei mir und was schätzt du an der Zusammenarbeit mit mir? Und da wirst du staunen, was rauskommt. Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht können ja diejenigen, die diesen Tipp aufnehmen, auch uns mal schreiben. Ja. Gerne natürlich hier unten drunter. Auch wenn es Fragen gibt, gar kein Ding, einfach mal melden. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Like, ist schon klar. Und ganz ehrlich, mein Name ist Heike Eva Maria Jenike. Ich habe letztes Jahr genau dieselbe Frage gestellt. Wer hat denn mit mir mal Lust, über irgendwas zu sprechen? Was für ein Thema hätten wir? Wollen wir ein Interview machen? Da haben sich letztes Jahr 10 gemeldet. Dieses Jahr waren es 100. Wow. Und dann merkst du, wow, irgendwas muss sich geändert haben. Ich habe momentan immer so das Gefühl, ich spreche mit meinem inneren Team. Immer wieder neue Dinge, die ich entdecken darf. Es ist so toll mit euch. Und deswegen, falls jetzt noch mal jemand da an den Bildschirmen ist, der sich angesprochen fühlt, bitte einfach melden. Und vielleicht haben wir ein Thema zu zweit. Und dann gibt es einen Termin und wir machen ein lockeres Gespräch und schauen mal, wie es weitergeht. Vielen Dank, liebe Anja, dass du da warst. Ich freue mich sehr, freue mich auf deinen Text. Viel und dann Spaß, können wir das alles veröffentlichen und freue mich riesig. Und vielleicht haben wir ja irgendwann mal noch mal ein Thema. Mal schauen. Genau. Macht's mal gut. Tschüss. Mhm.